Ja, auch für den Left Side Pass haben wir euch noch ein paar Zusatztipps. Erstmal, wie gesagt, das Allerwichtigste ist jetzt Führung für den Herrn. Er geht nach links weg. Ist für die Dame das klare Zeichen, es wird ein Left Side Pass getanzt. Sie tanzt geradeaus. Wir haben 1, 2, 3 und 4. Ich folge der Dame. 5 und 6. Fußarbeit der Dame möchte ich jetzt auch nochmal explizit darauf eingehen. Die Dame tanzt rechts, links und jetzt kommt ein bisschen eine besondere Fußarbeit. Sie stellt den rechten Fuß zur Seite, genau, kreuzt mit dem linken auf der Linie im Endeffekt ein und der Herr folgt ihr jetzt wieder Triple Step. Ein weiteres Mal. Wir haben 1, 2, 1, kreuzen, Anchor Step. Letztes Mal und 1, 2, 3 und 4, 5 und 6. Wichtig für die Dame wäre auch noch, wenn wir unseren Herrn passieren, dass wir nicht zu sehr anfangen, auf ihn drauf zu tanzen und immer gucken, dass wir den Abstand im Arm behalten. Okay, nochmal. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6. Wir zeigen das auch hier einmal kurz falsch, damit ihr wisst, was wir meinen. Also wir haben 1, 2, 3 und 4, 5 und 6. Passiert gerne, dass man so den Arm so nach unten wegzieht. Das wollen wir nicht. Also wir wollen immer den gleichen Abstand halten. Ja, wem das jetzt als Herr ein bisschen zu langweilig ist, den Left Side Pass normal zu tanzen, dem haben wir noch eine kleine Variante. Er könnte beispielsweise tanzen 1, 2, 3 und 4, 5 und 6. Das heißt, ihr dreht euch einmal um euch selber. Also ihr führt die Dame an, also ihr habt links, rechts, jetzt ganz schnell drehen, auf der Stelle 1, 2, 3. Ich zeig's nochmal. 1, 2, jetzt habt ihr 1, 2, folgt der Dame, am Platz stehen. Noch ein weiteres Mal. Wir haben slow, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow. Ist ein bisschen ein cooler Move, dass man halt nicht immer stupide Dame ausweicht. Nochmal paarweise haben wir dann slow, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow. Für die Dame ist wichtig, dass sie immer in Berührung mit dem Herrn bleibt. Sie bleibt die ganze Zeit mit der Hand an meinem Körper. Also wir haben slow, slow, quick, quick, slow. Und dann wandert die Hand wieder zurück in meine Hand. Nochmal die andere Seite. Und wir haben slow, slow, Arm geht oben drüber, quick, quick, slow, quick, quick, slow. Also nicht mal eindrehen, noch den rechten Arm oben drüber. Ja, noch ein kleiner Trick für euch. Könnt ihr mal gerne ausprobieren. Ist noch so ein bisschen so ein Special.